Hallo liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit. Heute ist Dienstag, der 9. Juli 2013. Ich bin in Köln und mein Thema hier ist Warten in Bayern. Zwei Bayern warten auf die bayerische Justizverwaltung. Und zwar einerseits, wie es heute die Bild-Zeitung aufgemacht hat, hier Uli Hoeneß. Der Fußballweltmeister, sensationeller Fußballstürmer, Nationalspieler, internationaler Spieler, vielfacher Meisterspieler bei Bayern München und dann natürlich einer der Gründer quasi des großen internationalen Champions League Bayern München. Uli Hoeneß, der Manager und jetzt Präsident und aber Krimineller, hat viele Millionen Geld, viele Jahre lang das Finanzamt hintergangen mit Schwarzgeldkonto in der Schweiz. Und das ist jetzt rausgekommen. Noch in diesem Sommer Anklage gegen Hoeneß. Der Richter ist für seine harten Urteile bekannt. Also, die Anklage lässt auf sich warten. Warum, weiß keiner. Also, sagen wir mal, vielleicht haben sie viel zu tun. Oder es wird ernst für Uli Hoeneß, 61 steht hier. Nach Bildinformationen wird die Staatsanwaltschaft in den nächsten Wochen die Anklage wegen Steuerhinterziehung erheben. Wie hart der Richter ist, Sport. Ja, das greife ich gleich nochmal aus. Und dann habe ich hier in der Süddeutschen Zeitung von gestern nämlich einen Artikel über die große Politik. Und zwar hier, da sind die bayerischen Ministerinnen. Das ist die Ministerin Justiz Beate Merk von der CSU. Und darüber steht hier Verschiedenes. Nämlich Seehofers Problemfrauen. Beate Merk ist die dienstälteste Ministerin im Kabinett, fremdelt aber im Justizministerium. Im falschen Haus. Nach der Landtagswahl scheint ein Frauentausch im Kabinett Seehofer unausweichlich zu sein. Beate Merk und Christine Haderthauer dürften neue Ministerien bekommen. Naja, also. Die Wahl ist noch nicht entschieden. Hier schreibt Mike Chimanski in München, Horst Seehofer gibt auch schon mal den Fahrlehrer, wenn er muss. Er sei froh, dass seine Justizministerin Beate Merk im Fall Gustl Mollat nun nochmal aufs Gas drückt. Der Ministerpräsident selbst ist schon ungeduldig geworden. Da sitzt ein Mann seit 2006 in der Psychiatrie und man weiß nicht genau, ob er dahin gehört. Und die Justiz lässt sich Zeit, viel Zeit, den Fall zu überprüfen. Die Justizministerin sagte lange, sie könne nichts machen, sich nicht einmal dazu äußern. Wenn man im Bild bleiben möchte, hat Seehofer Merk jetzt das Auto vorgefahren, ihr beim Einsteigen geholfen, das Lenkrad eingeschlagen und freundlicherweise den Zündschlüssel umgedreht. Gas geben, bitteschön, das muss sie selbst. So oft wie Seehofer schon etwas zur Chefsache gemacht hat, könnte er die Hälfte seiner Leute aus dem Kabinett entlassen. Sechs Mitglieder sind allein in die Verwandtenaffäre verstrickt. Besonders zu kämpfen haben die CSU-Frauen. Bei Auftritten vor der Partei hat Seehofer nur Lob für sein Personal übrig. Aber sollte er nach der Landtagswahl seine Führungsmannschaft zusammenstellen, spricht vieles dafür, dass wohl keine dieser Frauen an ihren gewohnten Schreibtisch zurückkehrt. Ja, ich kenne viele Leute aus Norddeutschland, die mir als ja, Wahlmünchner dann in Vertraulichkeit gesagt haben, ja, nach München, da mögen sie nicht so, sie kommen nach München nie, wenn sie nach Italien fahren, fahren sie über den Mittleren Ring an München vorbei. Die Bayern sozusagen, das Vorurteil, die Katholiken und so weiter. Dann sage ich immer, ja, aber München ist eine sozialdemokratische Stadt. 60% der Münchner sind Zugereiste, also aus Norddeutschland und so weiter. Also gerade München ist ja vielleicht eine der großen internationalen bedeutenden Städte. Aber das ist egal. Also München sorgt auch dafür mit der bayerischen CSU und hier diesem Ministerpräsidenten Seehofer, dass man hier solche Fälle Mollat hat. Und in solchen Fällen muss dann also der Gustl Mollat, der jetzt seit 7 Jahren als entmündigter Einzelkäfighaltung in Bayern genießen muss, sich das gefallen lassen. Er ist ein Bayer.
Das führte die Frau Merck auch über viele Jahre hinweg weitgehend unauffällig, aber die zurückliegenden Monate liefen nicht wirklich gut für sie. Die Fehler, die den Gerichten etwa im Fall Mollat passierten, sind ihr genauso wenig anzulasten wie die Blamage bei der Platzvergabe im NSU-Prozess. Jedoch hat das Ansehen der bayerischen Justiz Schaden genommen und das ist dann wiederum auch ihr Problem. Ja, das ist hier nämlich auch nicht richtig dargestellt, denn tatsächlich da, wo es ums Verwaltungshandeln geht, geht es auch um Aufsicht, um die Amtsleiter, um die Hierarchie der Aufsicht. Und da ist dann die Ministerin irgendwann und schließlich der Ministerpräsident Seehofer die obersten Aufsichtsverpflichteten. Und die können dann nicht wieder sagen, wie der Seehofer zur Frau Merck, mach du mal. Und die Frau Merck sagt dann zum Landesgerichtspräsidenten, ja, ja, sieh mal zu. Ihr wisst ja, es ist bald Landtagswahl, es wird vertrottelt und so weiter. Also ich will sagen, der Mollat muss warten auf die bayerische Justiz und der Hoeneß, der Steuerhinterzieher, muss auch warten. Und da habe ich doch auch heute nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, wenn ein Polizist im Dienst nach Vorschrift einen Nackten im Brunnen erschießt, muss ich sagen, ist das juristisch vermutlich so, dass der da rauskommt, der Polizist, der wird nicht mal bestraft. Am Ende kriegt er auch noch eine Ehrenmedaille, dass man jemanden erschossen hat. Für mich persönlich allerdings gibt es überhaupt gar kein Vertun. Jemand, der in dieser Situation im Brunnen einen ohne Not erschießt, und es war ohne Not, der ist für mich als Mensch gestorben und sowieso als Kategorie Auswahl, wer wird Polizist und wer darf nicht Polizist werden. Nach meinem Ermessen dürften solche Leute nicht Polizist werden. Das sind Killer. So, hier im Falle Hoeneß ist es eben so, da ist das Recht für alle gleich. Dennoch würde ich sagen, also wie oft ich in meinem Leben schon falsch geparkt habe oder wie oft ich in meinem Leben auch mutwillig in meinen Augen nicht ganz nachvollziehbare Geschwindigkeitsbeschränkungen nicht eingehalten habe. Und ich kenne den Komplex der Argumentation. Also wenn irgendwo 30 ist, dann muss man alleine deshalb 30 fahren, weil die Menschen, die sich da bewegen, zwischen den Autos, vom Bürgersteig auf die Straße und so, die gehen davon aus, dass dort der Verkehr, der fahrende Verkehr, langsam fährt. Die Reaktionszeiten anders sind. Wenn dann da einer, wo 30 ist, 60 fährt, ist das eine Gefährdung. Verstehe ich. Etwas anderes ist bei unsinnigen Autobahnabstoppungen, die es gibt. Da steht plötzlich 120 und ein paar hundert Meter später steht 90 und wieder ein paar hundert Meter später steht 70. Während ich vom Gas gegangen bin und da, wo 120 ist, habe ich noch 160 drauf. Wo 90 ist, habe ich 120 drauf und wo 70 ist, habe ich 86 drauf. Und dann kriege ich ein Paket dafür und mir fehlt ehrlich gesagt das Schuldbewusstsein, wenn ich dann da durchgefahren bin, durch 70, es blitzt und dann steht wieder freie Fahrt und es war nicht zu sehen, da war auch keine Baustelle vorher oder so, sondern es war mehr oder weniger eine Falle. Und da ist mein Unrechtsbewusstsein wirklich gering in dem Sinne, dass ich denke, also ich werde das natürlich bezahlen müssen. Aber kriminalisieren lasse ich mich nicht und eine Diskussion zur Not öffentlich, also müsste ich mich öffentlich rechtfertigen, würde ich dann auch noch zu diesem Thema aufgreifen. Die Kleinigkeiten, die einem manchmal so einfach nicht gefallen, weil sie aussehen wie Staats- und Behördenwillkür. Dies wollte ich jetzt anwenden auf den Fall Uli Hoeneß. Also wenn ein armer Unterklassenmensch 5 Jahre lang einen Plan macht, wie er 5 Millionen durch einen Banküberfall kriegt. Und leider gelingt das nicht, er hat die 5 Millionen und wird erwischt. Dann wird der, wenn er Gewalt angewendet hat oder Hinterlist oder ich weiß nicht was, Gefahren auf sich genommen hat, Sachbeschädigung gemacht hat oder sonst was, der wird bestraft. 5 Millionen ist viel. Im Falle Uli Hoeneß ist es so, der hat im Grunde genommen die strafbewährte Steuerpflicht, also die Pflichtversäumnis, sich zu Schulden kommen lassen und er weiß vorher, was das kostet. Aber im Sinne von, das ist ein Krimineller oder das ist ein übler Wicht oder so, Verpitbullung der Gesellschaft, würde ich hier sagen, es ist nicht die Frage, wie viel Hoeneß hier und da
geholfen hat oder steuerbegünstigt Spenden gegeben hat, gestiftet hat und sowas alles, wie viel er wirklich aus seiner privaten Tasche vom versteuerten Ertrag gegeben hat, das weiß ich nicht. Meistens sind diese Gaben, Spenden und Förderungen allesamt steuerrelevant, also absetzbar. Vorausgesetzt, jemand hat viel Steuern zu zahlen, kann er dann eine Menge selbst geben statt dem Finanzamt und hat die Ehre noch dazu, statt in Wirklichkeit Steuern zu zahlen. Aber das will ich hier gar nicht durchspielen für Hoeneß, sondern die Tatsache, diese Aufrechnerei hat keinen Sinn, sondern definitiv, er lebt in einem anderen Wirtschaftszusammenhang und hat im Grunde genommen am deutschen Wirtschaftsleben teilgenommen und hat sich jetzt zusätzlich in der Schweiz unter kindischen Umständen, wenn die Geschichte stimmt hier mit dem Robert Louis Dreyfus, sich dieses Zockerkonto zugelegt. Und das ist wirklich eine schöne Geschichte, denn die ist Unfug, die Geschichte. Dieses Zockerkonto hätte sich Uli Hoeneß auch für Steuergeld halten können. Also darin liegt auch nicht sein Glück, dass das Schwarzgeld ist. Und dass er das viele Jahre gemacht hat, macht die Sache noch schlimmer. Und wie das jetzt aufgeflogen ist mit der Selbstanzeige, da gibt es das Gespräch mit dem Stern-Redakteur und das Gespräch mit Frau Merkel um Weihnachten. Da hat der Hoeneß im Grunde genommen wirklich gedacht, er kommt darum herum, indem ihm das erlassen wird. Und dann ist er gewarnt worden, er kommt nicht herum. Und dann kam die Selbstanzeige. Insofern, da liefen die Ermittlungen schon aus seiner Sicht. Und die nicht vollständige Selbstanzeige ist auch ganz eindeutig. Insofern ist das, was hier die Bild-Zeitung macht, der Richter, den er jetzt, das weiß man noch gar nicht, aber dem er zugeteilt ist, sei für harte Urteile bekannt. Das ist Schwachsinn. Richter haben eine gewisse Kultur ihrer Arbeit, die ist aber eingegrenzt durch die gesetzlichen Normen. Und wie viel ein Richter in einer Verhandlung einsetzt dafür, dass es zu einem außergerichtlichen Vergleich kommt oder dass es wirklich zu einem Urteil kommt, das ist natürlich Stil und Kultur und Intelligenz des Richters, seine künstlerische Leistung, aber er kann nichts Widergesetzliches machen. Und die Herrschaft über einen Prozess hat das Gericht und nicht der Angeklagte, nicht der Rechtsanwalt und nicht der Staatsanwalt, nicht die Steuerbehörde, die Kläger. Das Gericht ist unabhängig und hier wird im Rahmen des Gesetzes geurteilt und hier die Tatsache, dass jetzt Hoeneß da irgendwie in Nachteil gesetzt wird, ist natürlich Schwachsinn. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass für Uli Hoeneß, dessen Leben ja eigentlich noch nicht vollendet ist, sozusagen nicht nur von Lebensalter her, sondern da kann ja noch eine Menge toller Sachen machen, würde ich sagen, er soll jetzt wirklich einfach mal eine Pause machen. Denn mit dieser Nummer hat er sich vergaloppiert. So, viel Glück und weiter geht's. Dankeschön.